Moser Leute, hier ist wieder Draglanis mit Let's Play Final Fantasy 13.2. Und ich merke gerade, ich speichere das Ganze in einem Metal Gear Solid 2 Ordner, aber was soll's, dann sortiere ich es halt nachher aus. In der letzten Folge haben wir den Turm Augusta freigeschaltet. Genau, aber wir waren ja auch schon drin. Das haben wir ja schon gesehen, soweit. Und wir wissen auch, dass wir dort eigentlich eingesperrt sein müssen. Oder? Auf jeden Fall hat Kaius sowas gesagt. Wenn ich mich recht erinnere. Ihr wurdet lebendig versiegelt in Turm vor 200 Jahren. Was ungefähr jetzt wäre. Genau. Und 100 Jahre danach haben wir den Turm Augusta auch. Aber da sind wir schon fertig. Das habe ich ja aus Versehen irgendwann gemacht. Naja. Wanted us to come here. The gates link places and eras that are connected somehow. Do you remember the forbidden history? The one Caius was talking about? I'll bet we'll find some clues here. 200 years ago, you learned the forbidden history, and were entombed in that tower as a consequence. Could this be the tower? Anscheinend. Ich hasse den Turm nebenbei. Ach. Sind sie sowieso schon? Ach, du willst mich doch wirklich hier an den Pranger stellen oder was? Dann komm hier. Es kann nicht der letzte sein. Och. Ganz ehrlich, immer ist es der letzte. Hier. Na los, geh ran. So. Warum nicht gleich so? The Protophile C project was begun in 13 AF, under the direction of the Academy. The objective was to develop an artificial Falsi in order to relevitate Cocoon. The project was proposed and designed by Alyssa Zeidel and directed by Hope Estime. Do you realize what this means? The Academia Falsi must have been built by Hope. He needed the power to float Cocoon. Vanille and Fang. He did it all for them. But then Caius took control of the artificial Falsi. And now we need to find out why. Outer perimeter now accessible. We're free to leave the room now, right? Naja, es ist weniger Hope als Alyssa, die das gebaut hat, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ah, Moment, da kann ich Mock gleich werfen. Da kommen wir so rüber. Nicht wahr, Kleiner? Da. Fang. Hui, geht doch. Oh, jetzt heißt es nur noch warten, bis wir unser Item kriegen. Was wird's sein? Ein Analysator. Die sind selten. Allerdings braucht man die deswegen auch kaum. Can I ask you a stupid question? What? Is it just me or can you see all these people around us as well? Yeah, I can see them. Why did you think I couldn't? It's just that they have no presence. Like they're not alive. I know what you mean. I was thinking the same thing. Vor allen Dingen sehen die alle aus wie irgendwelche Nerds und total gleich. Und da ist eine Stimme wieder, die One und sowas sagt. Genau wie im alten Turm. Also den Turm, den wir schon besucht haben, meine ich damit. Hier rein. Und diese komischen Geräusche zwischendurch. Sehr suspicious. Sag mir jetzt bloß nicht, dass ich... Oh Mann. Ob ich diesmal den richtigen erwische? Mock. Ganz ehrlich, das nervt. Es ist wahrscheinlich so programmiert, dass man immer nur den letzten als richtigen hat. Oh. Oder auch nicht.
Passwort. X? War das richtig? Wow! Can show different eras. He might have been watching us from here the whole time. Do you mean Caius? If that's who he really was, the Caius we met in Academia seemed different to me. I don't think he was the real Caius. How could you tell? We used to spend a lot of time together. We were both guardians. Warriors who are charged with protecting the Cirrus. Although I was young back then, just starting out. Anyway, he took off, left me and Yule on our own. I couldn't protect her, not by myself. Then, when it was just me left, a portal appeared. I went through it, and next thing I knew, I was in Valhalla. You met them there, didn't you? My sister. And Caius. I don't know why I keep running into him wherever I go. But I do know he wouldn't sacrifice the Cirrus. It's not in him. There's no way he'd allow Yule to come to harm. Well, we've got to find him. Yule brought us here, and we have to help. Yeah. Again. It's so frustrating. What's wrong? I'm missing some of my memories. I'm trying to think about what happened after Caius left us, but I can't remember how Yule died. But I remember her face. I remember it like it was yesterday. Naja, es war ja nicht gestern, sondern erst in, von hier aus, 500 Jahren. Die Karte vom Turm Augusta erhalten. Und es macht mir Sorgen, wenn Noe jetzt schon anfängt, Erinnerungen zu verlieren, dann bedeutet das ja, dass seine Existenz in Gefahr ist. Oder etwa nicht. Ja. Wie komme ich jetzt darüber? Ach, ja, klar, darüber. Oh. Was that? That was Caius, right? So he is here. But is he the real Caius? Ich denke mal, da müssen wir ihm nachgehen. Wieso dorthin? Da laufen wir doch nur im Kreis. Warte mal, was denn das? Komm, ist das ein Urartefakt? Einfach so. Geil. Flupp. So. Du nimmst das Item. Und in der Zeit schaue ich mich dann weiter hier um. There he is. Now we grab him and find out if he's the real deal. We have to be careful. This could be a trap. Könnte. Ja, ich denke mal schon, dass wir darüber können. Hä? The circuits are tangled with another age, Koopa. It's being jammed by a paradox. Maybe we can fix it with a key from another time. Koopa. Ein Terminalschalter im Turm von Augusta ist deaktiviert und macht ein Fortkommen unmöglich. Um den Schalter zu aktivieren, muss er mit der autorisierten Zugangskarte aktiviert werden, welche sich im Turm Augusta in einer anderen Zeit befindet. Begib dich in die Chronosphäre und finde das Portal, das in die Zeit führt, in der die Zugangskarte existiert. In irgendeiner Raumzeit befindet sich ein Portal, das mit einem Urartefakt öffnen lässt. Die Portalsymbole in der Chronosphäre geben Auskunft darüber, in welcher Raumzeit ein solches Portal, geschlossenes Kristallportal sich befindet. Aber ich würde sagen, wir waren doch schon in einem Turm in einer anderen Zeit und skippen mal gerade diesen Part.
Mann, das finde ich jetzt übel praktisch. Das ist echt praktisch. Alyssa. Ach. Eine Art Datenprojektion. Isn't that Alyssa? What's she doing in this time period? She does look like Alyssa, but it can't be. Let's find out for sure. Verschissel mal Nizzle. Hi. Ah, hi. Chocolina, du darfst natürlich auch nirgendwo fehlen, hä? Aber ich brauche hier erstmal ein paar Items. Ist doch logisch. Kochtuch, genau. Kopftuch erhalten. So rum. Haben wir sonst noch was? Brr, brr. Na? Irgendwelche anderen Items? Ich laufe gern dafür durch die Gegend. Solltet ihr wissen. Aber nur dafür, für Items. Für nichts anderes. Bei anderen Sachen bin ich mir dann doch zu schade dafür. Gucken wir mal hier rein. Das ist das Item, was ich sowieso schon aufgesammelt habe. Ah, ich wollte schon sagen, das sollte jetzt auch gefährlichst, na und so. Logic circuits experiencing paradox interference. Locate and retrieve paradox source. Eine Mission. Nee. Nebenmission kann man immer noch... Na gut, obwohl... Wir nehmen die Mission jetzt an. Gut. Und irgendwo finden wir dann vielleicht bestimmt das, wo wir die Mission dann abgeben sollten. Und keine Ahnung. Wenn wir dann mal in der Bestimmung sind, ein paar Nebenmissionen zu machen und nichts anderes, dann können wir das gerne machen, so. Was ich damit sagen will, ist... dass wir dort eine Brücke hatten und dort rüber konnten. Nein, was ich damit sagen will, ist eigentlich bloß, dass ich diesen Part gleich an dieser Stelle beenden werde. Mein Name ist Rick Linus und hier ist Over and Out. Keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah doch, ja. Wenn wir über dem Item über den Weg laufen, dann sammeln wir es einfach auf und geben die Mission später einfach ab. So leicht. Genau, bis dann.